أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Und er ist doch derjenige, der der Gewaltige ist. Weißt du überhaupt, wie gewaltig Allah subhanahu wa ta'ala ist? Er ist der Gewaltige und wir nehmen es mit ihm auf, liebe Geschwister. Jeden Tag sündigen wir, jeden Tag tun wir so, als ob wir keinen Rabb haben. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir werden heute an diesem gesegneten Freitag bi'idhnillah ta'ala einen der schönsten Namen Allah subhanahu wa ta'ala behandeln. Und es ist der Name Al-Azim, der Gewaltige. Über diesen Namen werden wir sprechen, denn es ist leider eine Tatsache, dass die Muslime sich weniger damit beschäftigen, Allah Azza wa Jal kennenzulernen, als vielmehr sich damit beschäftigen, gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala zu sündigen. Möge Allah uns recht leiten. Wenn wir über den Gewaltigen sprechen, Al-Azim, dann meinen wir, er ist jemand, dem gehorcht wird und dem gegenüber keine Sünden gemacht werden dürfen. Wenn wir über Al-Azim sprechen, dann meinen wir jemanden, dem gedankt wird und nicht dem gegenüber Undankbarkeit erwiesen wird. Und wenn wir über Al-Azim sprechen, über den Gewaltigen, dann meinen wir jemanden, liebe Geschwister, der vollkommen ist in seinen Namen und Eigenschaften und er hat keine Schwächen, keine Mängel, keine Fehler, wie Menschen es haben. Und wenn wir reden über Al-Azim, liebe Geschwister, dann meinen wir jemanden, dem gedacht wird und nicht derjenige, der vergessen wird. In wie vielen Köpfen ist Allah subhanahu wa ta'ala schon bereits vergessen? Al-Azim, der Gewaltige, liebe Geschwister. Und was lässt uns wissen, was dieser Name ist? Viele Muslime kennen die wahre Stellung Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Und weil sie die wahre Stellung Allahs azza wa jal nicht kennen, so wissen sie nicht, wie ihre Beziehung zu ihrem gewaltigen Herr sein muss. Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr, er ist nicht wie ein Diener, denn Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Herr der Menschen, er ist der Herr der Weltenbewohner. Allah azza wa jal, ihm gebührt alles, liebe Geschwister. Nichts und niemand hat die Größe und Gewaltigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Azuma bedeutet jemand, der größer wird. Und Allah ist der Größte. Wenn wir sagen Allahu Akbar, dann vergessen wir alles, was um uns herum ist. Sondern wir sind in der Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir lobpreisen Allah, denn nichts hat den Stellenwert, wie Allah subhanahu wa ta'ala es hat. Und seid euch sicher, solange wir Allah subhanahu wa ta'ala nicht kennenlernen, werden wir anderes fürchten außer Allah. Aber derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernt, er wird nichts anderes fürchten außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Gelehrten sagen, hätten die Menschen richtiges Wissen über Allah, dann würden sie ihm gegenüber keine Sünden machen, wenn sie die Gewaltigkeit Allahs doch nur kennen. Allah Azza wa Jal beschreibt uns seine Gewaltigkeit im heiligen Koran, indem er sagt, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Allahu Akbar. Eine gewaltige Ayah. Wenn wir sie doch nur verstehen, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal sagt, und sie haben Allah nicht den Wert gegeben, der ihm gebührt. Deswegen setzen sie neben Allah andere Götter. Sie beten neben Allah anderes an. Allah erschafft und jemand anderem wird gedankt. Allahu Akbar. Allah hat dich erschaffen. Und er hat mich erschaffen. Und er hat die gesamten Geschöpfe erschaffen, liebe Geschwister, mit einem Sinn. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Djinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Wenn du Allah nicht dienen willst, dann bist du nicht zufrieden mit dem Zweck, den Allah Azza wa Jal für dich bestimmt hat. Möge Allah uns recht leiten. Liebe Geschwister, schaut mal.
Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns in dieser Ayah, Allah azza wa jal wird die gesamte Erde in seinen Griff nehmen. Und das ist die Hand von Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qabda. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird die Himmel falten. La hawla wa la quwwata illa billah. Er wird die Himmel falten. Was sind das bloß für Leute, die ihm nebenbei etwas beigesellen? Was sind das nur für Menschen, die neben Allah etwas beigesellen, liebe Geschwister? Wisst ihr, was das bedeutet? Dass Allah subhanahu wa ta'ala die gesamte Erde in seiner Rechten nehmen wird. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam machte Dua, dass Ibn Abbas den Koran erklärt, und Ibn Abbas wurde Turjuman al-Quran genannt, der Übersetzer des Korans. Denn er wusste über jede Ayah Bescheid im Buche Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat uns diese Ayah erklärt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die gesamte Erde in seinen Griff nehmen wird. Er sagt uns, مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعِ وَالْأَرَاضُونَ السَّبْعِ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي كَفِّ أَحَدِكُمْ وَالْخَرْدَلَ يَا إِخْوَى أَصْغَرْ مِنَ الْعَدَسَ. سبحان الله. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, er nimmt die gesamte Erde in seiner Hand. Und das Verhältnis ist so, als wenn einer von uns in seiner Hand einen Senfkorn reintut. Ein Senfkorn, weißt du, wie klein ein Senfkorn ist? Derjenige, der ein Senfkorn in seiner Hand hat, er hat nicht das Gefühl, dass er überhaupt etwas in seiner Hand hat. So ist das auch, wenn Allah Azza wa Jal die sieben Himmel und die sieben Erden in seine Hand nimmt, liebe Geschwister. Subhanallah. Wir haben heute leider irregehende Muslime. Sie bestätigen nicht, was Allah im Koran sagt. Wenn Allah im Koran sagt, dass er eine Hand hat, dann hat Allah eine Hand und nicht so wie deine Hand. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Nichts und niemand ist wie Allah. Und er ist der Allhörende, der Allsehende, liebe Geschwister. Subhanallah, es kommen heute Leute in der heutigen Zeit. Dieses wurde unter den Sahaba radiallahu anhu nicht gemacht. Wenn sie lesen im Koran Hand, dann sagen sie Macht. Ja okay, dann sagen wir zu Berg Liebe und zu Himmel Hass. Was ist das für eine Interpretation? Allah Azza wa Jal, er weiß am besten über seine Religion Bescheid. Und alles, was Allah Azza wa Jal dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mitgeteilt hat, ist Wissen über Allah. Authentisches Wissen über Allah. Wissen, was Allah Azza wa Jal dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam offenbart hat. Wie kommt es, dass es heutzutage Leute gibt, er will den Koran interpretieren. Er sagt, nein, wenn Allah Hand sagt, das kann nicht damit gemeint sein. Hast du mehr Wissen als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Tayyib, du, derjenige, der ablehnt, dass Allah eine Hand hat, wir sagen dir, was bedeutet Himmel im Koran? Er sagt, Himmel ist Himmel. Warum ist nicht Hand Hand? Natürlich, die Basis ist, alles bleibt so, wie es ist, wie es verstanden wird, außer wir haben eine andere Erklärung. Wir fragen ihn, warum bedeutet Thron nicht Tür? Warum bedeutet der Thron nicht Tür? Nee, das geht nicht, das ist keine... Ja, warum geht deins? Warum sagst du über eine Hand, dass sie eine Macht bedeutet? Allah hat es so nicht erklärt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat es nicht erklärt. Und wenn du etwas verleugnest vom Buche Allah, ohne Wissen, dann leider muss ich dir die traurige Nachricht geben, dass du dich besser gemacht hast als Allah, denn du weißt besser Bescheid als Allah. Warum drehen und wenden wir? Versteh das, Allah hat eine Hand, ja, Allah hat auch ein Gesicht, aber es ist nicht wie dein Gesicht und es ist nicht wie deine Hand. Solange wir dieses verstehen, dann haben wir auch keine Versuchungen in unseren Köpfen. Aber schaut mal, die Leute, weil sie die ganze Zeit daran denken, ja, aber wenn man sagt, Allah hat eine Hand, dann ist er ein Mensch. Wer sagt dir, dass Allah dann ein Mensch ist? Denn Allah hat doch auch Wissen und du hast Wissen. Willst du dein Wissen mit dem Wissen von Allah subhanahu wa ta'ala vergleichen? Sagt er nein. Siehst du, aber das Wort ist dasselbe. Die Bedeutung ist aber eine ganz andere, liebe Geschwister. Du darfst nicht eine andere Aqida, eine andere Glaubenslehre annehmen als die der Salaf. Ansonsten hast du den Weg von ihnen verlassen. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ سَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. Und wenn sie so glauben, wie wer? Wie ihr Sahaba glaubt, dann sind sie rechtgeleitet. Nenn mir einen einzigen Sahaba, der diese Interpretation gemacht hat wie du. Du wirst ihn nicht finden.
Deswegen, liebe Geschwister, wir gehören zu denjenigen, die bestätigen, was Allah gesagt hat, aber wir gehören nicht zu denjenigen, die vermenschlichen mit einem Geschöpf, der es nicht verdient, wie Allah subhanahu wa ta'ala zu sein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte uns, Inna lillahi 99 isma. Wahrlich Allah, er besitzt 99 Namen. Man ahsaha dakhala al-Jannah. Derjenige, der diese Namen umfasst, bedeutet, er lernt sie und er handelt danach, dieser wird das Paradies bekommen. Möge Allah uns das Paradies geben. Warum beschäftigen wir uns nicht damit, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist, liebe Geschwister? Und schaut mal, ein Rabbiner, er kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nur damit wir verstehen, dass Hand auch Hand gemeint ist. Und wenn Allah andere Dinge hat, dann beschreibt er uns subhanahu wa ta'ala oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ja'a habrun min al-ahbar ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Einer von den Rabbinern, von den Juden, er kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Überlieferung ist bei Bukhari und Muslim und kein Staubkörnchen ist da drauf. Ein absolut authentischer Hadith. Und er sagte zu ihm, فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ إِنَّا نَجِدْ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلْ السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْأَرَاضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرِ الْخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ الله عز وجل so berichtet der Rabbiner, indem er Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wir finden in der Tora dieses. Schaut mal. Dann sagt er, Allah azza wa jal, er wird am Tage der Auferstehung die gesamten Himmel, wir kommen gleich darauf zu sprechen, die gesamten Himmel auf einen Finger nehmen. Und die gesamten Erden, und es gibt sieben Himmel und sieben Erden, die gesamten Erden auf einem Finger nehmen. Und er wird die gesamten Bäume auf einem Finger tragen. Und er wird das gesamte Erdreich auf einem Finger tragen. Und Allah Azza wa Jal, er wird die gesamten Geschöpfe, die übrig sind, auf einem Finger tragen. Und dann wird er sagen, ich bin der König. Subhana, was sie ihm beigesellen. Welche Gewaltigkeit doch Allah Subhana wa ta'ala. Allah, er ist der Gewaltige, der Große. Das ist der, dem du gegenüber jeden Tag Millionen von Sünden machst. Wenn ich Millionen sage, ich sage viele, die wir alle nicht brauchen, liebe Geschwister. Denn am Tage der Auferstehung werden wir alles in einem Buch wiederfinden. Denn Allah Azza wa Jal, er wusste über jede einzelne unserer Sünden Bescheid und danach wird er uns abrechnen am Tage der Auferstehung. Möge Allah Azza wa Jal uns vergeben. Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallam, als er dieses gehört hat, und wir wissen, er ist ein Prophet. Wenn etwas falsch war, musste er es korrigieren. Deswegen war er ein Prophet. Aber was hat er gemacht? فَضَحِكَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِثُ. Er hat gelacht, bis seine Eckzähne von diesem gesegneten Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sehen waren. Das Diqan liqawli al-Habri. Um das zu bestätigen, was der Rabbiner gesagt hat. Und dann hat er die Eier gelesen und sie haben Allah nicht seinen wahren Wert gegeben. Sie haben Allah nicht so die Stellung gegeben, wie er es verdient. Und er wird am Tage der Auferstehung die Erde in seinen Griff nehmen und die Himmel zusammenfalten. Was für Menschen sind das doch, die ihm etwas beigesellen, liebe Geschwister. Fragen wir mal die wissendsten Menschen, die das meiste Wissen über Allah hatten, wie sie Allah Azza wa Jal gefürchtet haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, marartu layla usriya bi bil mala'il a'la. Eines Tages, ihr wisst, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde emporgehoben zu Isra und Mi'raj, zu der Nachtreise, die bekannt ist unter den Muslimen. Und er sagte, wa jibrilu كحلس البال خشية من الله عز وجل من خشية الله عز وجل. Und Jibril, der eine bestimmte Grenze nicht überschreiten darf,
Denn es gibt eine Grenze, die niemand von den Geschöpfen Allahs überschreiten durfte, auch nicht Jibril alayhi salam, aber Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wurde das gewährt. Er sagte, ich sah Jibril an diesem hohen Punkt. Er lag vor Allah zusammengesackt, wie ein Kleidungsstück, das man ausbreitet, aus Furcht. Aus Furcht vor Allah, Jibril alayhi salam. Und was lässt dich wissen, wer Jibril alayhi salam ist? Jibril alayhi salam hat 600 Flügel. Jeder Flügel, einzelne Flügel, deckt den gesamten Horizont ab. Jibril alayhi salam, als dieses Volk von Lut alayhi salam, diese Verbrecher, diese Menschen, die Allahs Gesetze vergewaltigt haben, die homosexuell waren, Jibril alayhi salam bekam den Auftrag von Allah und er hob die gesamte Stadt mit ihnen hoch. Wohin? Zum Himmel, bis sie den Tasbih der Engel gehört haben. Bis sie die Lobpreisung der Engel gehört haben, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ. Wir haben dann die Erde mit ihnen hochgehoben und wir haben das, was oben war, unten gemacht. Allah azza wa jalla, nachdem Jibril alayhi salam diese gesamte Stadt hochgehoben hat, bis über den Himmel, so dass die Lobpreisung der Engel schon zu hören waren, hat Allah dieses umkippen lassen und sie runterfallen lassen. Walayyadu billah. Und noch danach, denn dieses Volk wurde am schwersten von allen Völkern bestraft. Allah azza wa jal hat auf sie gekennzeichnete Steine von Sijjil, von Jahannam, runterfallen lassen. Schaut, wie schwer ihre Strafe war. Und leider gibt es heute einige Muslime, er sagt, ist kein Problem, schwul zu sein. A'udhu billah, Allah hat dieses Volk vernichtet, wie er kein anderes Volk vernichtet hat. Fürchte Allah, dass du sagst, dieses ist kein Problem. Wir haben heute Leute, er sagt, ja, es gibt eine alte Meinung, die sagt, nee, schwul sein ist haram. Aber nach der neuen Methodik ist ja sowieso alles halal. Es gibt heute kein Haram. Möge Allah uns bewahren, liebe Geschwister. Das deswegen, weil wir einfach den Kuffar gehorchen wollen, weil wir uns einschleimen wollen bei ihnen. Wir haben die Religion der Rechtleitung und nicht sie. Ihre Bücher sind doch gefälscht, weißt du das nicht? Wenn dir gefällt, was sie haben, dann handel doch nach ihrer Religion. Du sagst, nein, ihre Religion ist falsch. Warum schleimst du dich dann bei ihnen ein? Liebe Geschwister, wir haben kein Problem, neben Kuffar zusammenzuleben. Damit haben wir überhaupt kein Problem. Aber wir haben schon ein Problem damit, wenn wir unsere Religion für sie ändern sollen. Wallahi, tu das nicht, denn du wirst in der Dunya und in der Akhira verlieren, wenn du dieses tust. Schaut mal, Jibril alayhi salam, aus Angst, wie ein ausgebreitetes Kleidungsstück vor Allah. Und er zittert und er bebt. Und was für eine Gewaltigkeit hat doch Jibril alayhi salam. Der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Es heißt in einer Überlieferung, Khasafat al-Shams. Die Sonne hat sich verfinstert. Eine Sonnenfinsternis praktisch, liebe Geschwister. Faqama fazi'an. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er stand erschrocken auf. Was ist los? Was ist los? Er hatte Angst gehabt. Er war erschrocken, liebe Geschwister. Und dann, yakhsha an takuna sa'a. Er hatte Angst, dass die Stunde eintrifft. Er hatte Angst, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Stunde eintrifft, liebe Geschwister. Und dann ging er zur Moschee. حتى أتى المسجد فقام يصلي. Dann ging er zur Moschee. Er hatte Angst gehabt. Und er hat dann gebetet. Und der Rawi, der Überlieferer in diesem Hadith, sagt, Subhanallah, schaut mal. Er sagte über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود. Er hat das längste Gebet gemacht. Er hat am längsten von allen Gebeten gestanden, am längsten von allen Gebeten den Rukur, die Verbeugung vollzogen und am längsten von allen Gebeten den Sujud, die Niederwerfung vollzogen. Der Überlieferer sagte, ich habe niemals gesehen, dass er, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so ein Gebet in dieser Art und Weise gemacht hat. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Angst gehabt und alle Propheten, wenn sie das Wort Feuer gehört haben, so haben sie es gefürchtet. Aber in der heutigen Zeit, subhanallah, jeder fühlt sich sicher vor diesem Feuer, liebe Geschwister. Wer hat dir gesagt, dass du schon im Paradies bist? Möge Allah uns nicht bestrafen.
Liebe Geschwister, schaut mal, subhanallah, die Angst vom Propheten Muhammad s.a.w. Und er sagte, لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قد قليلا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, dann würdet ihr wenig lachen. Ja, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat das Feuer mit eigenen Augen gesehen. Er hat es gesehen, das Höllenfeuer, das 99 Mal heißer ist als dieses Feuer hier. Subhanallah, er hat es gesehen. Deswegen sagte er zu den Sahaban, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, dann würdet ihr wenig lachen und viel weinen und ihr würdet nicht mal mehr eure Ehefrauen genießen. Beim Geschlechtsverkehr. A'udhu billah. Du würdest alles vergessen. Wenn du dieses Feuer siehst, wirst du alles vergessen, was dir überhaupt in Gedanken schwebt. Imam Ahmad rahimullah ta'ala sagte, das ist ein Beweis. Warum? Man kana billahi a'raf, kana minhu akhwaf. Derjenige, der über Allah besonders viel weiß, er hat auch besonders viel Angst über Allah, von Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Und die Gelehrten sagen, Al-Khauf alama ala al-Iman. Die Angst ist ein Zeichen, ein Beweis für deinen Glauben. Denn Allah Azza wa Jal sagt, Wakhafuni in kuntum mu'minin. Und fürchtet mich, wenn ihr doch Gläubige seid. Und er sagt uns in einer anderen Ayah, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Wahrlich, Allah fürchten unter seinen Dienern am meisten die Gelehrten. Subhanallah. Aber passt auf, jeder, der Allah fürchtet, ist ein Gelehrter. Und jeder, der Allah Azza wa Jal nicht fürchtet, ist kein Gelehrter. Er kann Wissen haben. Aber wenn er Allah subhanahu wa ta'ala nicht fürchtet, dann ist das kein nützliches Wissen. Wir wissen eine Menge über Allah und trotzdem sündigen wir, wie wir uns heute jeden Tag sündigen sehen. Das gebührt Allah Azza wa Jal nicht. Möge Allah uns vergeben. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hören wir mal, wie die Angst der Salaf war, die Angst der tugendhaften Vorfahren, die mit dem Propheten Muhammad s.a.w. zusammen waren oder unmittelbar nach ihnen kamen, liebe Geschwister. Über As-Sufyan wird berichtet, wie Ibn al-Mahdi sagt. Ibn al-Mahdi sagt, Yanhadu Sufyan, Mar'uban. Sufyan stand auf, erschrocken, voller Angst. Yunadi, An-Nar, An-Nar. Er schrie, das Feuer, das Feuer. Shagalani, Zikrun Nari, Anin Naumi. Das Feuer, das ich über das Feuer nachgedacht habe, hat mich davon abgelenkt, dass ich überhaupt schlafen konnte und hat mich alle meine Gelüste vergessen lassen. Und Yusuf ibn Asbat, er sagt über Sufyan al-Thawri rahimullah ta'ala, kana Sufyan yabulu dama min tuli huznihi wa fikratihi. Sufyan, er hat Blut uriniert aus Angst, wenn er über Allahs Gewaltigkeit nachgedacht hat, über die Strafe Allahs Azza wa Jal. Blut hat er uriniert, liebe Geschwister, vor lauter Angst. Sufyan, er war besonders dafür bekannt, dass er Allah Azza wa Jal richtig gefürchtet hat. Ali ibn Hussein, Zainul Abidin, er sagte damals, liebe Geschwister, er wurde gefragt, kana idha tawadda'a asfar wajha. Wenn er Wudu gemacht hat, dann ist er blass geworden. Er wurde gefragt, Fasuin, limada, warum? Warum wirst du blass in deinem Gesicht? Er sagte, atadruna bayna yadi man sa'aqif. Wisst ihr überhaupt, vor wem ich gleich stehen werde? Er wusste, dass er vor Allah steht. Und schaut mal, wie wir heute beten. Er betet so und macht seinen Mund so weit auf, dass ein Haus reinpasst, liebe Geschwister. Wir stehen vor Allah, haben wir das nicht vergessen? Einer, er betet. Und er gedenkt Allahs noch. Und regt sich auf über, dass er eine Anbetung zu Allah macht. Wallahi, wir haben noch nicht begriffen, liebe Geschwister. Möge Allah uns vergeben. Wir sollten verstehen, vor wem wir stehen. Ali ibn Hussein, radiyallahu anhu wa rahimullah ta'ala. Er war einmal in seinem Haus. Er hat gebetet.
die Häuser der Muslime waren damals mit Anbetung gefüllt, aber heute mit Plasmafernseher und mit Mikrowellen und mit allem, was das Leben annehmlich macht. So bis zu diesem Niveau, bis wir Allah Azza wa Jalla vergessen, liebe Geschwister. Zainul Abidin, er hat gebetet. Er war in der Niederwerfung. Das Haus hat angefangen zu brennen. Und er machte so lange die Niederwerfung, bis das Feuer erloschen ist. Dann wurde er gefragt, was ist los mit dir? Nach dem Motto, bist du verrückt, willst du dich selber töten? Er sagte, Shagalatni nar al-kubra, das größere Feuer, vor dem ich Zuflucht gesucht habe bei Allah, Jahannam, hat mir mehr Sorgen bereitet als dieses Feuer. Allah. Leute, die Allah Azza wa Jal gefürchtet haben, die nicht, wenn sie alleine waren, Allahs Grenzen überschritten haben. Und wenn sie in der Moschee sind, dann tun sie so, als wären sie Abu Bakr. So waren die Leute nicht, liebe Geschwister. Und verzeiht mir, wenn es heute etwas lang wird. Wallahi, es ist ein sehr wichtiges Thema. Allah ist der Gewaltige. Schaut mal, wenn wir wissen wollen, wie gewaltig Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann sollten wir verstehen, was ist die Schöpfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder von euch weiß, dass er hier auf dieser Erde wohnt. Inshallah. Es gibt Leute, die sind heutzutage abgedreht. Die leben irgendwo im Planetarium. Liebe Geschwister, wir leben hier auf der Erde. Diese Erde, die so gewaltig ist für uns. Und ihr wisst, wie viele Länder es gibt und was für einen großen Durchmesser diese Erde hat. Diese Erde ist 1.300.000 Mal kleiner als die Sonne. 1.300.000 Mal kleiner als die Sonne, liebe Geschwister. Und die Sonne selber ist 343 Millionen Mal kleiner als ein Stern, der nennt sich Antares. Die Sonne ist 343 Millionen Mal kleiner. Wir sind immer noch in der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala und wir werden diese Schöpfung niemals umfassen. Schaut mal, subhanallah. Und dann gibt es noch einen Stern, er heißt Canis Majoris, liebe Geschwister. Er hat eine Fläche, eine gesamte Fläche von 2800 Millionen Kilometer Durchmesser. Wenn ein Düsenjet mit einer Geschwindigkeit von 900 Kilometer über dessen Erdoberfläche fliegt, dann bräuchte es 1100 Jahre, um diese Fläche zu umkreisen. Und dieser gigantische Planet, den ich euch als letztes erwähnt habe, ist nur ein kleiner Punkt in dem Universum Allah subhanahu wa ta'ala. Warum fürchten wir ihn nicht? Weißt du überhaupt, wie gewaltig Allah subhanahu wa ta'ala ist? Er ist der Gewaltige und wir nehmen es mit ihm auf, liebe Geschwister. Jeden Tag sündigen wir, jeden Tag tun wir so, als ob wir keinen Rabb haben. Was ist los mit uns? Fürchtest du ihn nicht? Hast du nicht gehört, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn gefürchtet hat? Warum betest du nicht? Wen betest du an? Allah oder jemand anderes? Du betest Allah an. Sei stolz, dass Allah dich ihn anbeten lässt. Allah hat diese Gnade nicht jedem gegeben. Schaut mal, wie viele Leute draußen rumlaufen und mehr anderes fürchten, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und er ist doch derjenige, der der Gewaltige ist. Und nicht die Menschen sind es. Nicht die Menschen sind die Gewaltigen. Allah, er ist derjenige, der gewaltig ist. Es gibt sieben Himmel. Und es gibt sieben Erden, wie wir aus dem Koran wissen, liebe Geschwister. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, jeder Unterschied von einem Himmel zum nächsten ist ein Reiseunterschied von 500 Jahren. Wir wissen gar nichts. Wir wissen gar nichts. 500 Jahre zum nächsten Himmel, dann wieder 500 Jahre zum nächsten Himmel, bis hoch, 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 hoch. Dann sagt uns der Ibn Mas'ud radiallahu anhu arda, liebe Geschwister, er sagt uns, بين السماء الدنيا. بين السماء الدنيا والتي تليها, zwischen dem ersten Himmel und dem Himmel der Volk ist eine Reichweite von 500 Jahren. Und er sagte, وبين السابعة وبين الكرسي 500 عام. Und zwischen den sieben Himmel, die sind alle groß, liebe Geschwister, macht euch keine Sorgen, zwischen den sieben Himmel und dem Stuhl al-Kursi, man sagt der Schemel, ist nochmal ein Unterschied von 500 Jahren. Subhanallah. Und zwischen dem Kursi, zwischen dem Schemel und dem Thron Allah und dem Wasser gibt es nochmal 500 Jahre Unterschied. Und zwischen dem Wasser und dem Thron, und das ist das größte Geschöpf, der Thron Al-Arsch, das ist das größte Geschöpf, soll Allah unter seinem Geschöpf sein, fürchte Allah. Und der Thron ist nochmal eine Reisejahre von 500 Jahren. Und Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt,
والله فوق العرش. Allah ist über dem Thron. ثم استوى على العرش, sagt Allah سبحانه وتعالى. Und er ist derjenige, der sich majestätisch über seinen Thron erhoben hat. Warum gibt es Leute, والعياذ بالله, unter ihnen die Ahbash, unter ihnen die Sufis, unter ihnen die irregegangenen Gruppierungen? Er sagt dir, nein, Allah ist nicht über den Thron. Sollen wir deine Meinung von Ahbash nehmen und Ibn Mas'ud radiallahu anlassen? Ibn Mas'ud, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, خذوا القرآن من أربعة, nimmt den Koran von vier Leuten. Hat Allah die Ahbash erwähnt? Hat er sie erwähnt? Nein, Allah, er erwähnte als erstes bin Abdullah ibn Mas'ud. Subhanallah. Fürchte Allah, dass du eine andere Ansicht annimmst als Abdullah ibn Mas'ud. Er hat uns erklärt, wie die Ayah zu verstehen ist. Allah ist über seinem Thron. Und Allah Azza wa Jal, er weiß über alle unsere Taten Bescheid. Er sieht uns. Er hört uns, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal, er hört uns. Er weiß über alle Taten von uns Bescheid, obwohl er, subhanahu wa ta'ala, unerreichbar weit ist. Verstehst du? Und jetzt hat uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Geschöpfe Allahs beschrieben. Schaut mal, was er sagte. Er sagte, أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. Mir wurde erlaubt, dass ich über einen Engel erzählen darf, der Träger des Thrones von Allah Azza wa Jal. Was ist seine Eigenschaft? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Rijlahu fil ardi sufla. Seine Füße sind am tiefsten Grund der Erde. Wir wissen, es gibt sieben Erde. Am tiefsten Grund. Wa ala qarnihi al-arsh. Und er ist so groß, dass auf seiner Schulter gleich der Thron ist. Von tiefsten Boden bis nach oben, der Thron ist auf seiner Schulter. Da passt nichts dazwischen. Das ist nur ein Träger von den Trägern des Thrones von Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, liebe Geschwister. Und er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma bayna shahmati udhuni, zwischen seinem Ohrläppchen, ila atiqahi, ila, zu seiner Schulter, ist eine Reisedauer von 700 Jahren. Das ist ein normaler Engel, der den Thron von Allah subhanahu wa ta'ala unter anderem trägt, liebe Geschwister. Allahu Akbar. Und er sagte uns, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und damit werden wir abschließen, liebe Geschwister. Er sagt uns, وَإِنَّ مِنْهُمْ مَلَائِكَةً سُجُودًا. Und es gibt unter ihnen, unter den Soldaten Allahs, was? Engel, die im Sujud sind, in der Niederwerfung sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Seit Allah die Himmel und die Erden erschaffen hat, so lange sind sie im Sujud. لَا يَرْفَعُونَ رُؤُسَهُمْ. Sie erheben ihre Köpfe nicht. Aus was? Aus der Niederwerfung. وَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Und sie erheben ihre Köpfe so lange nicht, bis يَوْمُ الْقِيَامَةِ anfängt. وَإِنَّ مِنْهُمْ مَلَائِكَةً رُكُوعًا رُكُوعًا لَا مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَرْفَعُونَ رُؤُسَهُمْ وَلَا يَرْفَعُونَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Und unter ihnen sind andere Engel. Sie sind die gesamte Zeit in der Verbeugung. Seit Allah die Himmel und die Erden erschaffen hat. Die ganze Zeit über. In der Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie erheben ihre Köpfe nicht, liebe Geschwister. فَإِذَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ. Wenn sie ihre Köpfe erheben. فَنَظَرُوا فِي وَجْهِ اللَّهِ. So schauen sie in das Gesicht Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie sagen, سُبْحَانَكْ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ. Ja Allah, wir haben dir nicht so gedient, wie du es verdienst. Und sie sind die gesamte Zeit über ohne Sünde in der Anbetung zu Allah. Und sie sagen, ja Allah, wir haben dir nicht so gedient, wie du es verdienst. Schaut mal, wie viel wir sündigen. Allahu Akbar. Und trotzdem ist Allah subhanahu wa ta'ala immer bereit, liebe Geschwister, uns zu vergeben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er machte ein Dua. Und wenn man den Dua liest, dann wird man sich wundern. Er sagte, Allahumma inni a'udhu bika mink. Ja Allah, ich nehme Zuflucht bei dir, vor dir. Was heißt dieser Hadith? أستعيذ برحمتك من عذابك. Ich nehme Zuflucht bei dir vor deiner Strafe. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er machte diesen Dua, weil er Allah subhanahu wa ta'ala gefürchtet hat. Und ich schließe ab, liebe Geschwister, indem ich mich und meine Brüder erinnern will, aufpassen, wir sind nicht im Paradies.
Wallahi, der Weg ist noch ein langer, weiter Weg und wir werden noch von Allah richtig geprüft und wehe dir, Diener Allahs, dass du deine Religion verkaufst für ein paar gezählte Euros. Schaut mal, wie viele von uns heute sündigen und Schlechtes tun, nicht beten, nicht richtig fasten und sie sagen, Alhamdulillah, ich denke, Allah wird mit mir barmherzig sein. Hört mal diese Überlieferung, mit der wir abschließen. Ala, sie hatte einen Mann, der tugendhaft war. Sie sagte, als er gestorben ist und sie stand vor ihm, sie sagte, Shahadati alayk. Laqad akramaka Allahu azza wa jalla. Mein Zeugnis an dir ist, Allah hat dich geehrt. Weil er ist einen guten Tod gestorben, liebe Geschwister. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudriki anna Allah azza wa jalla akrama. Was lässt dich wissen, dass Allah ihn geehrt hat? Sie sagte, la adri, ummi, anta, bi ummi, anta wa abi. Mein, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, ob dieses wirklich so ist. Da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was ihn betrifft, er ist tot. Der Tod ist zu ihm gekommen. Und ich wünsche für ihn das Beste. Und er sagte, und diese Wörter sollten in unseren Köpfen bleiben, wallahi, la adri, oder ma adri, wa ana rasulullah, مَا يُفْعَلَ بِي By Allah, obwohl ich der Gesandte Allahs bin, weiß ich nicht, was mit mir passiert. Allah, schaut mal, wie sicher wir uns sind, dass wir das Paradies bekommen. Möge Allah Azza wa Jal uns Sicherheit in der Dunya und in der Akhira geben. Möge Allah Azza wa Jal uns seinen Namen und seine Eigenschaften richtig verinnerlichen lassen. Und möge Allah Azza wa Jal uns nur ihn alleine fürchten lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Liebe und Gehorsamkeit und Dankbarkeit in unsere Herzen legen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns am Tage der Auferstehung mit seinen besten Geschöpfen versammeln. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.